Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit Threading und den UI-Thread und Thread-Affinität und was wir da alles beachten müssen beschäftigt. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema und das ist eben die WPF-Vererbungshierarchie, die wir uns mal etwas genauer anschauen wollen. Und wir sehen hier eben in dieser Abbildung im Skript ein Vererbungsdiagramm, in dem wir eben sehen, welche verschiedenen Basisklassen es denn eigentlich in WPF gibt. Und die möchte ich einfach ein bisschen ansprechen, was die jeweiligen machen. Und bevor wir uns hier jetzt direkt ins Vergnügen stürzen, zeige ich einfach auch nochmal, wie das bei uns tatsächlich dann im Code aussieht. Also wir haben ja meistens ein Main-Window und wir sehen hier, wir leiten eben immer von der Klasse Window ab. Und wenn wir da mal hinschauen, dann sehen wir eben, ein Window ist ein sogenanntes Content Control. Und ein Content Control leitet wiederum von Control ab. Und Control eben von Framework Element. Und Framework Element wiederum von UI Element. Und so weiter. Visual Dependency Object und Dispatcher Object. Ja? Und jetzt, wo ich Ihnen diese Sachen mal gezeigt habe, und wir sehen auch, das ist ganz schön viel, diese Sachen finden wir hier wieder. Wir haben hier zum Beispiel Control, wir haben hier Framework Element, UI Element, Visual Dependency Object, Dispatcher Object und die Basisklasse von allen ist natürlich Object. Genau. Und wir werden uns jetzt eben hier mal genauer anschauen, was machen denn diese einzelnen Basisklassen überhaupt und warum sind die so aufgebaut. Wir fangen beim Dispatcher-Object an. Das habe ich auch in einem vorherigen Video schon mal angesprochen. Wenn wir von Dispatcher-Object direkt oder indirekt ableiten, dann heißt das letztendlich nichts anderes, als dass wir eben uns an den Dispatcher des UI-Threads binden. Das heißt, jedes Dispatcher-Object ist letztendlich thread-affin in WPF. Und jedes Dispatcher-Object kennt auch den Dispatcher, auf dem es gerade ausgeführt wird. Das macht eben diese abstrakte Basisklasse innerhalb des Konstruktors, dass es eben sucht, gibt es für den aktuellen Thread schon einen Dispatcher. Wenn es den nicht findet, dann wird sogar automatisch einer erstellt und über den Dispatcher können wir dann hier eben direkt die Applikation starten. Das macht Dispatcher-Object. Dann kommen wir gleich weiter. Wir haben hier die Klasse Application und auch die ist uns schon bekannt, denn davon leitet immer unsere App ab. Das heißt, wir haben hier die Klasse App, die immer automatisch für ein WPF-Projekt mit erstellt wird und wir sehen eben hier, davon leitet Application ab. Und die Application ist eben letztendlich die, im Prinzip repräsentiert diese Klasse bzw. Objekt dann von dieser Klasse eben den Ablauf der kompletten Applikation. Also wir haben gesehen, wir können eben darauf Run aufrufen und das wird auch automatisch erzeugt in einer Datei, die aus der app.xaml abgeleitet wird, dass eben da die Main-Funktion drin ist und wir stellen uns dann eine neue Application und rufen darauf Run auf und diese Application sorgt auch dafür unter anderem, dass eben der Dispatcher initialisiert wird, damit sich jedes Dispatcher-Object dann an ihn registrieren kann, um thread-affin zu werden und so weiter. Und die Application macht auch noch andere Sachen, wie wir beispielsweise bei Resources gesehen haben, dass die eben die letzte Instanz ist auf Applikationsebene, um bestimmte Resources zu suchen, wenn wir beispielsweise Static Resource oder Dynamic Resource in unseren XAML-Code schreiben. Abgesehen davon kommen wir weg von der Application zum Dependency Object. Alles, was von Dependency Object ableitet, kann sogenannte Dependency Properties bereitstellen. Dependency Properties sind eine eigene Implementierung für Eigenschaften, die wir uns später nochmal anschauen werden. Ich sage schon mal so viel. Sehr, sehr viele Eigenschaften, die wir auf WPF-Elementen wie bei Buttons, Textblöcken, Textboxen und so weiter, was wir bis jetzt gesehen haben, finden, das sind keine plain old .NET-Eigenschaften, die wir da eigentlich setzen. Also wenn wir zum Beispiel
Horizontal Alignment oder Vertical Alignment und so weiter einsetzen. Das sind eigentlich keine Eigenschaften, so wie wir sie eben gewohnt sind zu schreiben, sondern das sind eben sogenannte Dependency Properties oder Abhängigkeitseigenschaften, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte, was ich nicht empfehlen würde. Und sobald man eben von dieser Klasse ableitet, da sind eben die entsprechenden Methoden drauf, die man für Dependency Properties braucht. Diese sind eben notwendig, um selber Dependency Properties zu schreiben, wenn man das beispielsweise möchte. Und deswegen muss man eben von dieser Klasse zumindest ableiten, damit man hier weitermachen kann. Dann kommen wir zur nächsten Klasse, ein Visual. Ein Visual kann am WPF-Renderprozess teilnehmen. Das heißt, alles, was von Visual ableitet, kann sich letztendlich in einer gewissen Form selber zeichnen. Da denkt man sich, hurra, warum brauche ich dann noch weitere Subklassen? Es kommt eben bei diesen noch viel mehr dazu. Ein UI-Element kann eben Input bekommen. Also auf UI-Element sind ganz, ganz viele Events definiert, die wir eben dann einsetzen können, um zum Beispiel festzustellen, hat der Nutzer, ist er gerade mit unserer Maus über diesem Element? Oder hat er da den linke Maustaste gedrückt? Oder geht diese Maustaste gerade hoch? Oder Maus Enter, Maus Leave. Und wir haben hier auch nicht nur eben Sachen, die die Maus betreffen, sondern auch Touch-Events, Stylus-Events oder Keyboard-Events. Das heißt, unser UI-Element hat Fokus gerade und es wird was über die Tastatur eingegeben. Auch das ist eben in dieser Basisklasse hier mit implementiert. Und Framework-Element ist dann eben mehr oder weniger die letzte Basisklasse in dieser Reihe. Diese implementiert auch nochmal sehr, sehr viele Funktionalitäten, die zu WPF gehören. Ich zähle nochmal ein paar auf. Dazu kommt eben, wir können ab Framework Element Eigenschaften animieren mit dem Animationssystem von WPF. Wir können Styles einsetzen, das haben wir auch schon gesehen. Wir können Ressourcen finden, wenn wir eben Framework Element haben. Und noch viele, viele andere Sachen, die eben WPF-spezifisch sind. Was ich noch vergessen habe beim UI-Element. Ein UI-Element kann auch ein Kind haben und ein Framework-Element hat dann noch eben ein paar Layout-Optionen mehr, die für die Positionierung des Kindes notwendig sind. Genau, so sind eben die Funktionalitäten über diese Basisklassen verteilt und wir kommen hier dann eben jetzt langsam auch mal zu den eigentlich uns schon mehr oder weniger bekannten Basisklassen. Ein Control ist eben etwas, was der Nutzer mehr oder weniger manipulieren kann. Also unter Controls fallen beispielsweise Buttons oder Textboxen oder Progressbars oder Checkboxen oder Radio-Buttons und so weiter. Alles, was eben vom Nutzer irgendwie sinnvoll geklickt werden kann oder irgendwie mit Eingaben versorgt werden kann, das bezeichnet man in der Oberflächenprogrammierung häufig als Control. Panels haben wir auch schon kennengelernt. Alles, was von Panel ableitet, ist letztendlich irgendetwas, was mehrere andere UI-Elements eben layoutet und dann in sich darstellt. Also wir erinnern uns an Grids, an Stack-Panels und an Doc-Panels und so weiter, was wir da alles besprochen haben. Das ist eben die Basisklasse für alle diese Panels. Und auch Items-Control ist eben eine mehr oder weniger uns bekannte Klasse. Darunter fallen eben Tab-Controls, Listbox, Combo-Box, Tree-View. Das sind so die wichtigsten Items-Controls, die wir eben haben. Und so sieht eben die WPF-Vererbungshierarchie aus. Ich möchte jetzt nicht, dass Sie all diese Sachen, die ich hier jetzt gerade aufgezählt habe, auswendig runterbeten können. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Ich möchte einfach bloß mal, dass Sie eben sehen, dass WPF ein Framework ist, das sehr stark auf Vererbung setzt. Und warum hat man das unter anderem gemacht? Letztendlich leitet man irgendwie direkt oder indirekt von Framework Element ab. Der Punkt ist einfach, dass sämtliche Eigenschaften, die auf Framework Element definiert sind, die können Sie eigentlich
letztendlich auf jedem WPF-Element wiederfinden. Also sowas wie die Breite, die Höhe, Max-Height, Min-Height, Max-Width, Min-Width, Margin, Padding, Vertical Alignment, Horizontal Alignment, sowas. Alles, was für Layout gedacht ist, das finden Sie auch auf allen anderen WPF-Elementen wieder. Warum? Weil diese letztendlich indirekt meistens über von Framework Element ableiten. Genauso eben diese Events für Mouse Enter, Mouse Leave, Mouse Down und so weiter. Ja? Ein Button hat dann vielleicht zusätzlich noch das Click-Event, aber wir haben zumindest schon mal viele Eingabe-Events, die von UI Element kommen, auch auf jedem Element zur Verfügung. Visibility, Opacity, Opacity Mask und so weiter, Background, Border Brush und so weiter. Also Sie können eigentlich davon ausgehen, dass auf allen WPF-Elementen diese Eigenschaften immer zur Verfügung stehen. Damit, und also was mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen, das liegt einfach daran, dass man meistens indirekt immer von Framework Element irgendwie ableitet und dann geht man halt in die Kategorie Panel, Control, Items Control oder du bist einfach bloß ein Element, das irgendwie sich anzeigt, wie ein Textblock beispielsweise. Und dadurch kann man eben sicherstellen, dass alle diese Properties, die wir eigentlich auf jedem Element erwarten, dort nicht jeweils einzeln implementiert sind, sondern die werden einfach durch Vererbung von Framework Element an die entsprechenden anderen Klassen runtergereicht. So, und wenn man jetzt sagt, oh, das schaut aber gar nicht so schlecht aus, dann würde ich Ihnen auch gleich noch den Rat geben, bitte setzen Sie, wenn Sie sich selber eine Bibliothek bauen oder selber Code erstellen, nehmen Sie sich an WPF in diesem Fall kein Beispiel. Das mag vielleicht für UI-Frameworks sinnvoll sein, dass man hier so eine riesige Vererbungshierarchie hat und ich könnte auch noch unzählige Klassen, die in WPF existieren, noch zusätzlich mit hier draufmalen. Ich rate Ihnen aber nicht, dass Sie Ihren eigenen Code nach diesem Paradigma aufbauen, dass Sie sehr stark auf Vererbung setzen. Sie werden sehr große Klassen erhalten und diese Klassen sind richtig inflexibel. Das werden wir dann jetzt auch noch in den kommenden Videos sehen, wenn wir uns ein bisschen mehr mit objektorientiertem Design auseinandersetzen. Aber bitte behalten Sie immer im Hinterkopf, bitte keine große Vererbungshierarchien, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind und einen Sinn ergeben. Setzen Sie stattdessen auf Komposition, um eben die Funktionalität von Klassen beispielsweise zu erweitern. Also ganz einfach nach dem Prinzip Favor Composition over Inheritance. Das sorgt in 99% der Fälle, sage ich jetzt Ihnen einfach mal so aus dem Bauch raus, zu flexibleren und leicht testbareren und leicht wartbareren Code. Das möchte ich Ihnen noch auf dem Weg mitgeben. Und eben noch das Wissen, es gibt sehr viele Basisklassen in WPF, die jeweils eine unterschiedliche Zuständigkeit haben. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Und wir werden uns dann im nächsten Video noch etwas mit Dependency Properties beschäftigen und Data Binding und was das genau ist und wie das funktioniert. Und dann sind wir auch am Ende mit dem Block von WPF. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!